Ich kriege die Ehrenbürgerwürde nicht wegen meiner schauspielerischen Dinge, die ich da gemacht habe, sondern ich glaube, dass ich deswegen Horizont bekomme. Wir betreuen obdachlose Kinder und Frauen. Und im zweiten Haus ist es die Weiterführung. Das heißt, dass sie also erstmal Wohnraum, einen Schutzraum haben, wo sie aufgenommen werden, wo man ihre ganze Problematik sieht, wo man mit ihnen einen Weg findet über anderthalb Jahre, damit sie wieder in der Gesellschaft irgendwie Fuß fassen können. Ich muss sagen, ich habe es nicht einen Tag bereut. Mir macht diese Arbeit so viel Spaß. Es ist mein Lebensinhalt geworden. Meine Mutter, zum ersten Mal war sie, glaube ich, den Tränen nah. Ich meine, diese Ehrenbürgerin. Das ist für sie ein Riesending, das ist eine unglaubliche Ehre für sie. Ja, es ehrt mich schon. Als Münchner Kindl, das ist doch eine tolle Sache. Meine erste Frage war, was habe ich für Pflichten? Also, ich will ja nicht nur eine Medaille bekommen oder ein Ehrenbürger sein, ohne ein kleines Ehrenamt oder so. Und dann wurde mir gesagt, nee, Sie müssen das einfach nur annehmen und dann ist es gut so. Da habe ich gesagt, aha. Und was habe ich dann davon? Darf ich dann umsonst Trambahn fahren? Dann haben sie gesagt, ja, das kann schon sein. Ich spiele am liebsten Figuren, die wenig mit mir zu tun haben. Also die sehr anders sind, wo ich mir die Figur erarbeiten muss. Das habe ich am allerliebsten. Der Moment, wo ich wirklich einen Durchbruch hatte, war Fleisch. Vielleicht auch schon ein bisschen mit 3 sind einer zu viel. Die Mami war so unglaublich liebevoll mit uns, aber auch sehr direkt und auch teilweise sehr streng und auf der anderen Seite laissez-faire. Meine Mutter ist selber 3-mal von der Schule geflogen und deswegen dachte sie halt auch, dass es überhaupt kein Problem ist, wenn man keine gute Schulleistung bringt, weil man kann so oder so, kann man wunderbar Karriere machen. Also ich glaube nicht, dass Popularität wirklich genügt, um so ein Projekt auf die Beine zu stellen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, Popularität, da kommt man schnell in den Verruf, dass man das aus ganz eigennützigen Momenten macht, dass man so einen Verein gründet. Aber das, was wir machen, ist eine wirklich nachhaltige, lange Arbeit.